Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Unser Doppelzug hier, das funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Lassen es jetzt einfach mal so, ja. Er ist fleißig Bauwaren nach Bingen am Bringen. Dazu sage ich jetzt nichts mehr hier zu den schwarzen Schienen. Kennst du ja schon bei mir hier. Oh, es scheint wirklich so zu sein, dass doppelte Züge dann mehr ziehen. Finde ich gut. Was machen wir heute als erstes? Ich habe Folgendes geplant, und zwar möchte ich hier Gottes Kokdeich, heißt das Ding immer noch, ja, erweitern. Ich habe schon zweite Linie gezogen. Wir müssen, glaube ich, was heißt glaube ich, wir müssen noch eine dritte machen, weil ich einmal eine Linie hier runter machen möchte, nach hier, nach Gondenbrett. Heißt das echt Gondenbrett? Dahin möchten wir noch Züge holen. Ich möchte die Stadt hier mit Bingen verbinden. Und dann möchte ich, nicht hier Hohen Prinz, sondern hier oben hin, nach Schöppenstedt, möchte ich eine Fährlinie machen, die dann auch hier in Bingen anlegt, dass man mit der Fähre so hier hin und her den Fluss entlang fahren kann. Da müssen wir nur gucken. Ich glaube, wir müssen die Brücke hier dann auf jeden Fall noch abändern, wenn wir das alles hinkriegen. Aber das allererste, was wir heute machen werden, ist Folgendes. Und zwar müssen wir hier die Linie nochmal ändern. Stand in den Kommentaren. Vollkommen richtig, ja. Jede der Idiot schleppt natürlich einfach raffiniertes Öl hier hin. Das bringt ja null, ne? Deswegen machen wir das hier nochmal weg. Dann brauchen wir den gar nicht mehr so. Bam. Dann können wir den nämlich hier durch. Dann brauchen wir erstmal hier oben noch einen neuen Bahnhof. Dann hat das ja auch einen Sinn. Dann machen wir nämlich jetzt Folgendes. Und tun das mal hier anschließen. Geht es hier irgendwo, sagen wir mal so, gerade hier durch. Natürlich geht das nicht. Wäre auch ein Ding gewesen, wenn das hier gehen würde. Blau, so. Nein. So, so sollte es gehen. So ist gerade, okay. Dann machen wir hier nämlich noch jetzt so einen Bahnhof hin. Mit 2, machen wir am besten direkt 240, machen wir mal 320 Meter, 2 Gleise und bitte Highspeed direkt rein. Damit ich nicht wieder den alten Kack da drin habe. Hopp, 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 hopp. So, bam. Setzen wir den so hier dran. Sollte passen. Dann können wir nämlich jetzt in Ruhe die Gleise hier nehmen und dort weitermachen. Da müssen wir nur wieder irgendwie über den... Und eigentlich könnten wir das da dran lassen, ich Idiot, ne? Ja, den hätten wir da dran lassen können. Brauchen wir wieder den hier. So, und dann müssen wir das nur hier wegmachen. Dann haben wir eine Brücke. Es ist Schwachsinn, jetzt eine zweite Brücke hier zu bauen, die wieder genauso hoch ist. Das gibt wieder nur Probleme. Dann machen wir es lieber direkt so und lassen das dann hier irgendwo so ablaufen. So, und dann einfach irgendwie hier dran. So. Ist jetzt nicht das Schnellste, aber das sollte passen. Dann müssen wir natürlich hier noch die hinmachen. Aus der Richtung, aus der... Was? Nein, nicht so rum, oder? So rum muss das kommen. Und so rum. Der eine hier, der muss wieder weg. Ja, der muss weg. Genau, so hätte ich das gerne. So soll das sein. Richtig, dann kann er nämlich das hier hinbringen. Dann müssen wir nur die Linie hier gleich ändern. Und die hier können wir dann auch gerade einfach so da verbinden. Das wird lustig werden. Das wird wieder aussehen wie Sau. Ich kenne mich ja. Guck, da kommst du gar nicht dran. Dann müssen wir ein bisschen ausholen dann. Und hier... Oh, ist nicht schlimm, wenn du nicht so schnell fahren kannst. Der ist da dran, der muss dann da dran. So. Sollte passen. Ganz kurz, ganz langsame Linie können wir da machen. So, dann müssen wir hier nämlich nochmal... ummodeln. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Linie das war. Wir machen mal wieder an. Es sollte jetzt auf jeden Fall klappen. So, hier ist das der Zug. Genau. Der ist jetzt Fahrzeugverwaltung Zug 18 auf Linie 21. Okay. Pause. Linien. Wo ist Linie 21? Linie 21. Hier. Bitteschön. Das hier ist Oberwück. Die können wir rausnehmen. Dann hätte ich gerne eine neue Haltestelle hinzufügen. Und zwar hierhin. So, das ist gut, das ist sehr gut. Das möchte ich haben. Müssen wir mal gucken, wo wir hier... Alter, wo haben wir denn hier unseren... Was haben wir da, ne? Guck mal nicht hin, das ist doof. Müssten wir das hier nochmal gerade dran machen. Hier müssten wir nochmal hinmachen. Ich möchte nämlich vermeiden... Ist das dran? Ja. Ich möchte vermeiden... Dass wir jetzt schon wieder ein neues Depot bauen müssen. Kriegen wir das hier auch irgendwo dran? Eher weniger. Sehr schön. Super, klappt gut, wie man sieht. Bau nicht möglich, okay. Ja, das ist...
Ich will nicht. Abbrechen, das müsste man dann eher andersrum machen, ne? Da darfst du sowieso nicht. Da auch nicht. Okay, hat sich erledigt. Wir bauen ein neues Depot. Wie immer halt bei Ede. Der mag ja Depots. Gott, ey, Mann. Wie oft denn noch? Ich krieg die Krise. Aber das können wir direkt hier dran bauen. Das ist irgendwie einfacher. Zumindest für mich. So, aber dann können wir hier nämlich auch mal die Stadt mit Benzin versorgen, sodass Edehausen auch mal weiter wächst, weil Bingen oben ist ja gerade irgendwie am explodieren. Da geht echt die Post ab, muss ich sagen. Müssen wir nur gucken. Linie 21, ob er jetzt rummeckert oder ob er das fährt. Wir gucken mal. Fährt er weiter? Der müsste jetzt eigentlich weiterfahren, ohne zu meckern. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und dann habe ich gesehen, müssen wir uns unten noch um den Intercity bei Nigrenz kümmern. Der hat irgendwie nur 110 Leute, kann er mitnehmen. Der ist voll bis oben hin immer. Da warten 300. Da müssen wir jetzt gleich auch mal gucken. Ja, ich weiß, du kannst nicht so schnell, meckern nicht, da ist eh nichts drin. Aber ihr müsst jetzt dahin fahren. Jawohl. Sehr gut. Dann können wir hier noch ein bisschen... Obwohl, nee, wir warten nicht. Wir kaufen jetzt direkt ein Fahrzeug. Bevor wir das wieder vergessen. So, wir haben jetzt auch Tag 1 nach Release. Ich bin mal gespannt, was das so geben wird. Wann die ersten ohne Ende-Mods kommen. Die hier sind natürlich sehr, sehr gut, ja. Aber die hier auch 500 und 160. Die Eurodual ist eine Dual-Mode-Lokomotive für den Personen- und Güterverkehr und kann sowohl elektrisch als auch dieselelektrisch betrieben werden. Und dies ermöglicht ein flexibles Einsatzgebiet. 3,2 Millionen im Jahr. Das ist natürlich, das ist eine Hausnummer, ne? Die fährt 160. Hier diese alte, die ist irgendwie immer noch am besten. Aber die kostet 5 Millionen im Jahr. Aber sie fährt 200. Das ist natürlich super. Ich habe hier von den modernen, haben wir irgendwie keine mehr. Doch die hier, die fahren auch 200. Die kosten 2 Millionen im Jahr. Dann wäre ja eigentlich so eine hier praktisch. Aber nicht für den nicht für die kurze Strecke. Aber hinten für den Intercity. So, hier machen wir wieder einfach so ein stinklangsam. Wie heißt mit einem Dampf? Natürlich. Nein, bloß nicht. Wir machen hier einfach, die fährt 100, 400.000, 400.000, 495.000. Die kostet ja noch mehr als die hier. Wo ist eigentlich zwischen den beiden hier der Unterschied? Emission 69, Emission 72. Die sind ein klein bisschen neuer. Ein klein bisschen weniger Emissionen. Okay, so, dann kannst du die hier dran machen. 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich sagen, das reicht erstmal. So, weil das ist eh. Das ist so kurz, das kriegst du nie im Leben voll. Linie 24, bitte. Müsste die jetzt da fahren? Der hat jetzt die ersten hier hingebracht, ne? Genau. Wie viel hat er hingebracht? 3 oder so. Dann müssen wir nur sehen, dass hier unten die auch wirklich ohne Ende produziert. Die hat im Lager, aber da kommt nicht mehr bei rum. Das ist das Problem. Die produzieren mir einfach zu wenig. Vielleicht sollten wir echt mal den Sandkastenmodus anmachen und hier einfach eine zweite nebensetzen. Ich weiß, manchen gefällt das nicht. Ich habe sowieso eine Idee noch für eine neue Staffel. Kannst mir auch gerade in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Dass wir mal eine etwas kleinere Karte nehmen und dann gucken wir mal, wo so 2, 3, 4 Städte ganz nah nebeneinander sind. 208 übrigens, ne? Und dann tun wir die mal von Grund auf, so mit dem Sandbox-Modus, einfach unendlich Geld, tun wir die mal von Grund auf, alles abreißen, dass du wirklich noch den kleinen Stadtkern hast, tun alles vorher hinbauen, also Straßen und die ganzen Industrien, die wir brauchen und, ja. Und dann gucken wir einfach mal, wie das sich entwickelt, wenn wir das dann so zusammensetzen. So, was haben wir hier? Diesel-Aircrash, übrigens auch hier Züge, ja, der fährt auch 200, mit 198 Kapazität. Den könnte man eigentlich schon nehmen. Der ist doch geil. Fügt mal hinzu. Guck mal hier. Warum ist der da wieder so rum? Ich weiß, ihr habt gesagt, das kann man auch irgendwo im Menü hier rumdrehen. So rum, so rum. Hier ist er verkehrt rum. Wir tun das jetzt einfach mal so ersetzen und gucken mal, ob der jetzt ordentlich fährt oder ob wir da wirklich so eine Kacke haben, dass der eine verkehrt rum ist. Linie 13. Der fährt 200. Passt. Ich bin mal gespannt, wann dann die Modelle von der Deutschen Bahn kommen und so weiter. Werden wir dann auch alle nehmen? Ich hoffe, ja, er ist hinten richtig rum.
Sehr nice, sehr nice. Ein schicker, schicker Interregio, würde ich jetzt sagen. Super, gefällt mir. Haben wir den auch ersetzt und hier passen mehr rein jetzt. Sehr schön. Dann ist der alte da mit den 5 Millionen im Monat auch mal weg. Beim Intercity hier, das ist irgendwie so mein Prestige-Objekt. Den lassen wir mal, auch wenn er Minus macht. So, was wir jetzt als erstes machen könnten, bevor wir hier die Züge anlegen, ja, tun wir nur hier schon mal rein. Noch eine dritte, falls wir sie brauchen. Wir werden sehen. Eins, zwei, wir werden sie auf jeden Fall brauchen, weil wir wollten hinten die Stadt auch anschließen. So, sagen wir noch eine, komm, wir machen noch eine vierte rein, falls wir sie irgendwann einmal brauchen werden. Dann ist sie da. Können wir die Plattform hier dran machen? Ja, ganz ruhig, du mich auch. Passenger Buildings sind mir gerade egal. Das Ding müssen wir wieder hier reinmachen. So. Und so. Hallo? Ach, Autosave. Jetzt ist es da. Okay. Dann muss der noch hier drüber. Ich finde die normalen hier, finde ich, schöner. Oh, da fehlt ein Stück. Da fehlt ein Stück. Wieso das denn? Obwohl das auch mal interessant wäre, den da einfach so ein Stück kürzer zu machen. So, jetzt haben wir hier einen riesengroßen Bahnhof. Das ist super. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Fährhafen hinkriegen. Hier wäre er prädestiniert. Dann könnten wir hier noch so eine Straße reinbauen, dass sie das auch noch zubauen. Obwohl, wir wollen ja die Schienen hier lang kriegen. Das wäre dann wieder nicht so gut. Wir müssen erstmal gucken. Nö, gar nicht wahr. Die Schienen sollen doch alle hier runterlaufen. Hier lang sollen die ja nicht. Das ist voller Brötchen hier. Passagierhafen. Können wir den hier so hinbauen? Ja. Ist das jetzt ein großer oder ist das ein kleiner? Small, large. Wir nehmen mal direkt einen Largen. Ja. Largen, Largen. Terminals 1. Reicht erstmal. Kann man später noch ausbauen. So, was können wir hier jetzt noch konfigurieren? Docks brauchen wir nicht. Passenger. Ding dran. Das ist viel zu viel, finde ich. Viel zu viel. Man könnte das jetzt noch hier so dran machen und da dran machen. Das ein bisschen schöner aussieht. Cargo wollen wir nicht. Mr. Chalanis, was ist das? Pedestrian Entrance. Wollen wir das hier so dran machen? Nee, wir lassen es erstmal. Warum gehe ich eigentlich immer aufs Dingens hier, aufs Abreißen? Ich weiß auch nicht. Ah, so. Schwach machen. Stärke, Größe, rund bitte. Will ich nicht so fette Haken haben. Beziehungsweise Hubbel. Das brauchen wir noch nicht. Jetzt muss erstmal die Straße hier dran. Erstmal die Straße hier dran. Mittlere Straße ist in der Stadt, ne? Ja, nehmen wir direkt mal eine mittlere Straße hier. Große Straße mit Geschwindigkeitsbegrenzung 60, 60, 50. Ist die hier dran? Weiß nicht. Können wir die hier so nehmen? Können wir. Das passt sogar. Geil. Na. Okay, da hat Evia von alleine gebaut. Alles klar. Na dann. Bitteschön. Haben wir hier die vierspurige Straße, dann können wir jetzt einfach da dran. Was setzen wir da dran? Nix, wir wollen Trambahnhaltestellen bauen. Dazu müssen wir erstmal Gebäude, Gleise. Ne, hier ist das. Ups, ich finde die Tram jetzt. Das sind die ganzen Straßen, ne? So, das sind die. Tramgleistool. Bitteschön. Können wir mal gucken, wie wir hier so eine Tramlinie machen. Gehen wir mal hier durch. So. Schön hinten am Großen entlang. Wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen, ne? Dann können wir hier entlang. So. Das würde passen. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch ein paar wunderbare Tramhaltestellen. Da wären wo? Gebäude. Hier, Bus-Tram-Haltestelle. Die hätte ich gerne. So, dann fahre ich jetzt in die Richtung. Dann fahre ich in die Richtung. In die Richtung. Hier oben hin. Ich glaube, ich mache das lieber näher. So. So, wo geht's hier hin? Dahin. Hier oben hin. Dann gehen wir hier lang. Da kann noch eine hin. Hier kann eine hin.
Oh, die Züge müssen wir auch noch. Da die ganzen... Die müssen auch alle erneuert werden. Das ist nicht gut. Da lang. Wat lang. Hinten noch einer. Da. Da noch ein. Machen wir hier noch einen. So. Müssen wir nur irgendwo das Tram-Depot hinpacken. Wo packen wir das hin? Geht das hier? Das geht hier so dran. Nice. Stellen wir das hier hin. Natürlich im teuersten Gebiet, weißt du, da steht unser Tram-Depot. Das ist sehr gut. So, jetzt machen wir eine neue Linie. Und zwar von hier nach hier. Nach dort. Alle so der Reihe nach. Hier hin. Da, da, da. Das ist natürlich total übertrieben, ja, weil die irgendwie Riesengebiete abdecken. Diese... Die Trams hier, die Haltestellen, das ist Wahnsinn. Okay, Beethovenstraße. Mhm. Wunderbar. Da können die hier direkt shoppen gehen, wenn sie wollen. Passt das. So, Linie 25. Okay, heißt, wir müssen hier eine Tram kaufen. Welche nehmen wir? Ich würde sagen, die hier, ne? 43. Ja, die nehmen wir. Eine reicht erstmal. Tram, bitteschön. Linie 25. Bam. So, jetzt sollte die ja fahren. Wunderbar. Hier ist der Fährhafen, da kommen wir drüber. Die Brücke hier, die müssen wir noch höher machen. Auf jeden Fall jetzt. Da müssen wir gerade Pause machen. Wo ist der Zug? Ich glaube, der ist irgendwo da oben, ne? Ne, hier ist er gerade. Egal, wo er ist. Wir machen das gerade weg. Der muss höher. Ja, ich weiß, ist unterbrochen. Das regeln wir jetzt. Keine Angst. So. Wir wollen hoch. Ich habe ja jetzt gelernt, lieber in kleinen Abständen bauen. So, das ist wesentlich effektiver und ordentlicher und überhaupt besser. So und so. Hier lang. Dann kommt die Fähre da auch drüber. Jawohl. So, jetzt müssen wir nur hier noch mehr abreißen, damit wir da rankommen. Nein, Zug, bleib hier. Jetzt fährt der gerade hier. Fahrzeug im Weg. Oh nein. Kommen wir da dran? Kommen wir da dran? Uiuiuiui. Bitte, komm dran. Jawohl. Bein gehabt. So, dann müssen wir das hier auch nochmal wieder verbinden. Jetzt sollte es gehen, oder? Ja, er fährt. Gott sei Dank. Schwein gehabt. Ich dachte gerade, nein, was machen wir jetzt? Dann müssten wir hier oben hin. Ich denke mal, hier wird noch nicht so viel kommen. Weil die wird ja null versorgt. Aber wirklich null. Dann machen wir aber trotzdem einfach hier so einen Hafen hin. Ob du willst oder nicht. Der kommt jetzt hier hin. Geht das so? Geht so. Bam. Bitte Straße dran. Hier kann ruhig eine kleine dran. Straßen, so eine ganz kleine Straße. Boah. Ja. Kannst du so verbinden? Geht das? What the? Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte für eine Straße? Steigung zu groß. Können wir hier so anbinden, dann machen wir das so. Das geht noch. Okay. So, das passt. Hier müssten wir jetzt aber auch eine Linie hinmachen. Wie man sieht, kriegst du fast gar nichts hin heute. Oh, ein bisschen haben wir hingekriegt. Haben wir die eine Linie haben wir jetzt neu gemacht, damit sie vernünftig ist. So, haben wir das. Linie 26. Dann haben wir den Intercity haben wir erneuert. Und jetzt die Fährlinie hier. Müssten wir auch hier drin kaufen können, ne? So, Fahrzeuge kaufen für Passagiere. Was haben wir hier? 100 passen da rein. Kostet nur 600.000 im Jahr. Das gönnen wir uns jetzt mal. Warum ist das Ding hier eigentlich da drin? Verkauf das mal. Weg damit. So, und ihn tun wir jetzt auf Linie 26. Bitteschön. Dann müsste der jetzt eigentlich rauskommen und losdonnern, ne? Was ist denn hier los? Alles Fische drin. Das ist ja nice. Fährbetrieb eröffnet. Sehr gut. Das gefällt mir. Sieht schick aus. Ist ganz schön schnell. Fährt nur keiner mit, so wie es aussieht, wa? So, jetzt muss der erstmal hier abbiegen, ne, und da hinkommen. Ich hoffe es doch, wir lassen ihn mal drin. Ich denke mal, das muss ich eh erstmal wieder einpendeln. Ich glaube nicht, dass da jetzt schon wer stehen wird. So, hier steht auch keine Sau, aber die Straßenbahn fährt, ne? Ja, da fahren schon Leute mit. Die macht auch schon Plus, super.
So, hier haben wir jetzt, wie viel haben wir hier jetzt? 1, 2, 3. Auf jeden Fall. Das heißt, wir können, Miesbach können wir noch anbinden, Bruno könnten wir noch anbinden und Gondenbrett halt. Hätten wir die Städte auch schon alle angebunden. Dann fehlt noch hier unten Bapelfeld fehlt noch und Standorf. Die könnten wir eigentlich hier mit Prinz Höfte noch weiter verbinden. Wobei der hier, der ist auch so ein bisschen, naja, ne? Ach, das ist unser Werkzeugding. Der bringt kaum Werkzeuge, ne? Kann das sein? Weiß nicht, Prinz Höfte will nicht so recht wachsen irgendwie. Die sind gut, aber, 273, nee, das geht irgendwie nicht so richtig weiter. Schade. Und hier ist auch so ein bisschen, naja, der macht immer Minus. Kann sein, dass der schon zu alt ist. Wir werden sehen, wir werden sehen. Der hier müsste jetzt eigentlich richtig gut Kohle machen. 10 Millionen plus. Das ist fett. Das ist richtig fett. Da müssen wir, ich will mal gucken, wie groß die Städte wachsen können. Ob die immer weiter wachsen oder ob irgendwann Schluss ist. So, wie viel nimmt der jetzt mit? Der nimmt echt 198 mit. Der nimmt alle mit. Voll bis unters Dach. Da bin ich mal gespannt. Und hier stehen immer noch 9 Stück, 10 Stück. Schrägstrich 105. Jetzt will ich mal wissen, wie viel Geld das bringt. Da bin ich gespannt. Der donnert hier echt gut durch. Alles unter der Erde, das ist das Beste. Das gefällt mir echt am besten. So, Edehausen müsste jetzt auch weiter wachsen, dadurch, dass wir jetzt hier auch Benzin kriegen, ne? Jetzt mal gucken, wie viel bringt der denn? Bing. 51.000, klein bisschen, ne? Also nicht wirklich viel. Er kommt da angedonnert. Sehr gut. Klingeling. So, wie viel gibt das? 7,5 Millionen. Okay, wie viel steigen wieder ein? Ja, 170. Also ich muss sagen, die Linie rentiert sich auf jeden Fall. So, wunderbar. Da müssen wir nur gucken, wie viel hier reinkommt. Das stört mich so ein bisschen. Der hat im Lager nichts. Konsum 52. Wie viel haben wir hier? 18 bringt er. Immerhin kriegt er schon mal ein bisschen. Wir werden das jetzt im Auge behalten, wie sich das etabliert. Zur Not müssen wir halt noch mehr hinbringen. Und ich werde definitiv den Sandbox-Bonus mal anmachen, dass wir hier unten noch eine zweite Ölfabrik hinsetzen können. Dass das was schneller geht, ja? Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Es geht ja nur darum, die Städte ordentlich zu versorgen. Wir cheaten uns ja jetzt nicht irgendwas riesengroß hin. So, wenn es dir gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, euer Ede.